Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Chiara und Kovu sich nie verliebt hätten? Bevor wir mit dem heutigen Video starten, möchte ich natürlich wieder darauf aufmerksam machen, dass ich mich mega freuen würde, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, sofern ihr euch für König der Löwen interessiert und euch meine Videos gefallen. Und nicht vergessen, morgen, Sonntag, 23.08., erste Folge My Pride. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, das war's mit der Eigenwerbung und starten wir los mit dem heutigen Video. Kovu, der Auserwählte. Er wird sein ganzes Leben lang ausgebildet, um Simba zu töten und in Scars Pfotenstapfen zu treten. Doch wie wir es im Film mitbekommen haben, scheitert das Ganze an einer entscheidenden Sache. Weißt du, wo jeder Affe singt, weil der Vollmond ihn so in Schwärmen bringt, wo der Lotusduft dich sofort bezwingt? Er verliebt sich in Simbas Tochter Chiara und entscheidet sich schlussendlich gegen die Pläne von Sira und bleibt bei Chiara. Wie es weitergeht, kennen wir ja alle. Ein Hinterhalt. Verbannung! Nein! Doch. Krieg und ein Happy End. Aber was wäre, wenn Kovu sich nie in Chiara verliebt hätte? Dann würde sich nämlich einiges ändern. Der Anfang würde tatsächlich ziemlich gleich verlaufen. Kovu und Chiara treffen sich, freunden sich an, doch dann kommen Simba und Sira ins Spiel und beenden das Ganze. Während Simba seine Tochter ganz normal erzieht und sie auf die königlichen Aufgaben vorbereitet, bekommt Kovu von Sira eine brutale Ausbildung, die nur auf ein Ziel hinausläuft: Simba zu töten. Kion ist bereits auf dem Weg zum Baum des Lebens, als Chiara ihre erste Jagd hat. Und genau hier soll Kovu ins Spiel kommen. Seine Geschwister Nuka und Vitani legen ein Feuer und Kovu rettet Chiara vor den Flammen. Simba und sein Rudel stoßen dazu und Kovu bittet Simba, Teil seines Rudels werden zu dürfen. Mit einigen Bedenken gestattet er ihm das schließlich auch. Und ab jetzt müssen wir die Geschichte etwas verändern, denn im Film verbringen Kovu und Chiara jetzt etwas Zeit miteinander und verlieben sich schließlich. Wir gehen davon aus, dass Kovu einfach kein Interesse an Chiara zeigt und keine Zeit mit ihr verbringt. Chiara würde anfangs nicht ganz verstehen, warum er so abweisend ist und wäre irgendwann genervt von seiner arroganten Art. Aber Kovu würde das nicht weiter stören und er würde auf den passenden Zeitpunkt warten, um Simba zu töten. Wir gehen einfach davon aus, dass Simba einen Rundgang durch sein Königreich macht und Kovu ihm auflauert. Schnell würde Simba merken, dass er verfolgt wird. Er würde sich umsehen, doch niemanden entdecken. Zögerlich würde er weitergehen. Und jetzt ist der Moment für Kovu gekommen. Er nimmt Anlauf und springt auf Simba zu. Simba würde sich schnell und erschreckt umdrehen. Er hat allerdings keine Zeit mehr, um zu reagieren. Kovu packt ihn mit seinen scharfen Zähnen und tötet ihn. Nun würde Kovu zu Sira zurückkehren. Seine Aufgabe war hiermit erledigt. Aber wie würde es nun weitergehen? Nun muss es schnell gehen. Sie würden sich aufmachen zum Königsfelsen und angreifen. Mit diesem Angriff hatte niemand gerechnet. Nicht mal die Garde der Löwen wäre hier, um sie zu beschützen. Also bleibt den Löwinnen am Königsfelsen nichts weiter übrig, als sich zu ergeben. Doch nun gibt es noch ein massives Problem. Kion. Denn es würde nicht mehr lange dauern, bis er zurückkehrt zum Königsfelsen. Damit niemand einen Verdacht schöpft und Kion vorwarnt, müssen sie es so aussehen lassen, als würde Simba nach wie vor leben und es würde alles gut sein. Sie würden Chiara und Nala erpressen und ihnen mit dem Tod drohen. Sie waren also gezwungen, in der Öffentlichkeit weiter so zu tun, als würde Simba leben. So würde auch niemand etwas davon bemerken, dass Simba bereits tot war und Sira die Macht an sich gerissen hatte. Vitani würde sich auf die Lauer legen und schauen, wann Kion zurückkommt. Als sie sah, dass sie sich wieder auf dem Weg zum Königsfelsen machte, informierte sie Sira und Kovu. Kovu, Vitani, Sira und ein Teil ihres Rudels machten sich nun bereit, um die Garde anzugreifen. Sie würden auf den günstigsten Augenblick warten und dann angreifen. Selbst mit dem Gebrüll hat Kion hier keine Chance mehr zu reagieren. Kovu packte Kion mit seinen scharfen Zähnen am Genick und tötete ihn. Ohne Kions Gebrüll stellten die anderen Mitglieder der Garde keine Schwierigkeit mehr dar. Und so wurden auch sie getötet. Damit ging Siras Plan endgültig auf und sie gewann. Doch was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, dass das Ganze so stattfinden würde? Oder habt ihr eigene Theorien? Schreibt mir eure Theorien gerne in die Kommentare und wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Die Theorie heute hatte für Simba und seine Familie leider kein Happy End. Aber wir wissen zumindest, wie es eventuell ausgehen könnte, wenn Sira gewinnen würde. Und vor allem, was passieren würde, wenn Kovu sich nicht in Chiara verlieben würde. Bis zum nächsten Mal.